Jona, mein einjähriger Sohn, wollte natürlich mit der Mal-Challenge weitermachen. Er hat damit angefangen, das Papier mit Wasser nass zu machen und dann mit Aquarellfarben voller Energie angefangen, den Hintergrund zu machen. Er ist gerade ein Jahr alt, aber Freude am Malen hat er ohne Ende. Und deshalb, wenn er anfängt, kriegt man ihn fast nicht mehr von der Leinwand weg. Nachdem er den Hintergrund gemacht hat, hat er angefangen, das Innere auszumalen. Und erstaunlicherweise merke ich, dass er jedes Mal irgendwie ein bisschen besser wird. Nachdem er dann das Gesicht ausgemalt hat, hat er angefangen, den Mund und die Klamotten mit Rot auszumalen. Der war einfach total beschäftigt und wollte einen Pinselstrich nach den anderen machen. Zwischendurch wurde es dann auf jeden Fall richtig wild, aber Hauptsache, er hatte Spaß. Spaß ohne Ende. Und dann ging es auch schon weiter mit dem allerletzten Teil. Mit Schwarz hat er dann angefangen, die Konturierungen zu machen und die Nase und die Augen auszumalen. Er hat einfach nur gelacht und Spaß dabei gehabt. Und nach dem freudigen Maltag sind zwei richtig schöne Bilder entstanden.